Merhaba, Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden sich duschen, baden, sich waschen, pflegen, sich schminken fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz sich duschen, duş almak anlamına geliyor. Sich duschen refleksif yani dönüşlü bir fiildir. Dönüşlü fiillerin başına hatırlayacağımız gibi özneyi niteleyen ilave zamir sich getirilir. Sich duschen aynı zamanda refleksif olmayan şekilde sadece duschen şeklinde de kullanılabilir. Präsens, ich dusche mich. Ben duş alıyorum. Ich dusche mich. Ich dusche mich. Präteritum, ich duschte mich. Ben duş alıyordum, duş aldım. Ich duschte mich. Ich duschte mich. Perfekt, ich habe mich geduscht. Ben duş aldım. Ich habe mich geduscht. Ich habe mich geduscht. Tekrar edelim. Ich dusche mich. Ich dusche mich. Ich duschte mich. Ich duschte mich. Ich habe mich geduscht. Ich habe mich geduscht. Futur 1. Ich werde mich duschen. Ben duş alacağım. Ich werde mich duschen. Ich werde mich duschen. Futur 2. Ich werde mich geduscht haben. Ben duş almış olacağım. Ich werde mich geduscht haben. Ich werde mich geduscht haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich geduscht. Ben duş almıştım. Ich hatte mich geduscht. Ich hatte mich geduscht. Tekrar edelim. Ich werde mich duschen. Ich werde mich duschen. Ich werde mich geduscht haben. Ich werde mich geduscht haben. Ich hatte mich geduscht. Ich hatte mich geduscht. Örnek cümlemize geçelim. Ich dusche mich jeden Morgen mit kaltem Wasser. Her sabah soğuk suyla duş alıyorum anlamına geliyor. Bu cümlemizi ich dusche jeden Morgen mit kaltem Wasser şeklinde de kurabiliriz. Hiçbir farkı yok anlam olarak. Cümlemizi tekrar edelim. Ich dusche mich jeden Morgen mit kaltem Wasser. Ich dusche mich jeden Morgen mit kaltem Wasser.
diğer bir fiilimiz baden. Hem banyo yapmak hem de denize girmek anlamında kullanılıyor. Präsens, ich bade. Ben banyo yapıyorum. Ich bade. Ich bade. Präteritum, ich badete. Ben banyo yapıyordum, banyo yaptım. Ich badete. Ich badete. Perfekt, ich habe gebadet. Ben banyo yaptım. Ich habe gebadet. Ich habe gebadet. Tekrar edelim. Ich bade. Ich bade. Ich badete. Ich badete. Ich habe gebadet. Ich habe gebadet. Futur 1. Ich werde baden. Ben banyo yapacağım. Ich werde baden. Ich werde baden. Futur 2. Ich werde gebadet haben. Ben banyo yapmış olacağım. Ich werde gebadet haben. Ich werde gebadet haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gebadet. Ben banyo yapmıştım. Ich hatte gebadet. Ich hatte gebadet. Tekrar edelim. Ich werde baden. Ich werde baden. Ich werde gebadet haben. Ich werde gebadet haben. Ich hatte gebadet. Ich hatte gebadet. Örnek cümlemize geçelim. Sie badet ihr Baby jeden Abend, damit es gut schlafen kann. Bebeğini rahat uyuyabilmesi için her akşam banyo yaptırıyor. Tekrar edelim. Sie badet ihr Baby jeden Abend, damit es gut schlafen kann. Sie badet ihr Baby jeden Abend, damit es gut schlafen kann. Diğer bir örnek cümlemiz, Sie baden im Sommer jeden Tag im Meer. Yazın her gün denize giriyorlar. Tekrar edelim, Sie baden im Sommer jeden Tag im Meer. Sie baden im Sommer jeden Tag im Meer. Diğer fiilimiz, sich waschen. Kendini yıkamak, yıkanmak anlamına geliyor. Sich waschen, refleksif, dönüşlü bir fiil ve aynı zamanda düzensiz bir fiildir. Präsens, ich wasche mich. Ben yıkanıyorum. Ich wasche mich. Ich wasche mich. Präteritum, ich wusch mich. Ben yıkanıyordum, yıkandım. Ich wusch mich. Ich wusch mich. Perfekt. Ich habe mich gewaschen. Ben yıkandım. Ich habe mich gewaschen. Ich habe mich gewaschen. Tekrar edelim. Ich wasche mich. Ich wasche mich. Ich wusch mich. Ich wusch mich. Ich habe mich gewaschen. Ich habe mich gewaschen. Futur 1. Ich werde mich waschen. Ben yıkanacağım. Ich werde mich waschen. Ich werde mich waschen. Futur 2. Ich werde mich gewaschen haben. Ben yıkanmış olacağım. Ich werde mich gewaschen haben. Ich werde mich gewaschen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich gewaschen. Ben yıkanmıştım.
Ich hatte mich gewaschen. Ich hatte mich gewaschen. Tekrar edelim. Ich werde mich waschen. Ich werde mich waschen. Ich werde mich gewaschen haben. Ich werde mich gewaschen haben. Ich hatte mich gewaschen. Ich hatte mich gewaschen. Örnek cümlemize geçelim. Wusch sich die Hände und fing gleich an, das Gemüse zu schneiden. Ellerini yıkadı ve hemen sebzeleri doğramaya başladı. Tekrar edelim. Wusch sich die Hände und fing gleich an, das Gemüse zu schneiden. Wusch sich die Hände und fing gleich an, das Gemüse zu schneiden. Diğer fiilimiz pflegen. Bakım yapmak, birisine bakmak, korumak, iyi durumda tutmak anlamına geliyor. Präsenz, ich pflege. Ben bakım yapıyorum. Ich pflege. Ich pflege. Präteritum, ich pflegte. Ben bakım yapıyordum, yaptım. Ich pflegte. Ich pflegte. Perfekt. Ich habe gepflegt. Ben bakım yaptım. Ich habe gepflegt. Ich habe gepflegt. Tekrar edelim. Ich pflege. Ich pflege. Ich pflegte. Ich pflegte. Ich habe gepflegt. Ich habe gepflegt. Futur bir. Ich werde pflegen. Ben bakım yapacağım. Ich werde pflegen. Ich werde pflegen. Futur iki. Ich werde gepflegt haben. Ben bakım yapmış olacağım. Ich werde gepflegt haben. Ich werde gepflegt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gepflegt. Ben bakım yapmıştım. Ich hatte gepflegt. Ich hatte gepflegt. Tekrar edelim. Ich werde pflegen. Ich werde pflegen. Ich werde gepflegt haben. Ich werde gepflegt haben. Ich hatte gepflegt. Ich hatte gepflegt. Örnek cümlemize geçelim. Die Krankenpfleger pflegen die alten Leute im Seniorenheim. Hemşireler huzur evindeki yaşlı insanlara bakarlar. Tekrar edelim. Die Krankenpfleger pflegen die alten Leute im Seniorenheim. Die Krankenpfleger pflegen die alten Leute im Seniorenheim. Diğer bir örnek cümlemiz. Sie haben sehr schöne Haare. Wie pflegen Sie diese? Çok güzel saçlarınız var. Onları nasıl bakım yapıyorsunuz? Tekrar edelim. Sie haben sehr schöne Haare. Wie pflegen Sie diese? Sie haben sehr schöne Haare. Wie pflegen Sie diese? Diğer fiilimiz sich schminken, makyaj yapmak anlamına geliyor. Sich schminken, refleksif yani dönüşlü bir fiildir. Präsenz, ich schminke mich. Ben makyaj yapıyorum. Ich schminke mich. Ich schminke mich. Präteritum, ich schminkte mich. Ben makyaj yapıyordum, makyaj yaptım.
Ich schminkte mich. Ich schminkte mich. Perfekt. Ich habe mich geschminkt. Ben makyaj yaptım. Ich habe mich geschminkt. Ich habe mich geschminkt. Tekrar edelim. Ich schminke mich. Ich schminke mich. Ich schminkte mich. Ich schminkte mich. Ich habe mich geschminkt. Ich habe mich geschminkt. Futur 1. Ich werde mich schminken. Ben makyaj yapacağım. Ich werde mich schminken. Ich werde mich schminken. Futur 2. Ich werde mich geschminkt haben. Ben makyaj yapmış olacağım. Ich werde mich geschminkt haben. Ich werde mich geschminkt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich geschminkt. Ben makyaj yapmıştım. Ich hatte mich geschminkt. Ich hatte mich geschminkt. Tekrar edelim. Ich werde mich schminken. Ich werde mich schminken. Ich werde mich geschminkt haben. Ich werde mich geschminkt haben. Ich hatte mich geschminkt. Ich hatte mich geschminkt. Örnek cümlemize geçelim. Sie ist eine sehr gepflegte Frau. Sie schminkt sich jeden Tag, bevor sie aus dem Haus geht. Çok bakımlı bir kadın. Her gün evden çıkmadan makyaj yapıyor. Tekrar edelim. Sie ist eine sehr gepflegte Frau. Sie schminkt sich jeden Tag, bevor sie aus dem Haus geht. Sie ist eine sehr gepflegte Frau. Sie schminkt sich jeden Tag, bevor sie aus dem Haus geht. Diğer bir örneğimizde şahıs kendisini değil farklı bir kişiye makyaj yaptığı için sich zamiri kullanılmadan sadece fiil kullanılıyor. Örneğimizde daha iyi anlaşılacaktır. Örnek cümlemize geçelim. Heute wird im Kindergarten das Kinderfest gefeiert. Deshalb schminken die Mütter die Gesichter ihrer Kinder. Bugün kreşte çocuk festivali kutlanıyor. Bu yüzden anneler çocukların yüzlerine makyaj yapıyor. Tekrar edelim. Heute wird im Kindergarten das Kinderfest gefeiert. Deshalb schminken die Mütter die Gesichter ihrer Kinder. Heute wird im Kindergarten das Kinderfest gefeiert. Deshalb schminken die Mütter die Gesichter ihrer Kinder. Bu dersimizde sich duschen, baden, sich waschen, pflegen, sich schminken fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.